Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von timetodo.ch. Heilen ist immer so eine Geschichte. Viele Ansätze gibt es in unserer Welt. Die einen sprechen von der Natur, die anderen sprechen von Schwingungen, die dritten sprechen von Stoffen, die vierten von Anwendungen, die fünften von Therapien. Also das Thema Heilung ist ein sehr breites Thema. In den letzten 10, 15 Jahren sind auch immer mehr Themen zu uns gekommen, wie die Worte geistiges Heilen. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Brauche ich nur geistiges Heilen? Heilt das meinen Körper alleine? Wie weit inspiriert es mich, mich selbst zu heilen? Und so weiter. Viele der Fragen und wie es funktioniert, kann uns unser heutiger Gast beantworten. Ich freue mich, dass er im Studio ist. Herzlich willkommen, Achim Gradwohl. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf und ja, danke für die Einladung. Jetzt schauen wir mal, was das geistliche Heilen so hergibt. Ja. Wir haben uns kennengelernt auf der Messe Lebenskraft, haben auch dort ein Interview gemacht und uns ein bisschen unterhalten über die Thematik. Achim, wie bist du überhaupt zu dem Thema Heilen gekommen? Man kommt ja nicht auf die Welt, hat ein Schild dabei, wo drauf steht, ich werde Heiler. Jeder macht seine Entwicklung. Wie bist du an das Thema herangekommen und was hast du denn mal ursprünglich gelernt? Ja, gut. Eine lange Geschichte, ja. Fing schon länger an. Ursprünglich war ich mal bin ich wahrscheinlich immer noch sehr technisch veranlagt, im technischen Beruf. Habe angefangen mit einer ganz normalen Lehre, eine Schreinerlehre gemacht. Dann ging das weiter und wollte auch mal was anderes machen. Dann bin ich mir in den medizinischen Bereich reingekommen, habe den Zivildienst dann gemacht als Rettungssanitäter. Da habe ich dann die ersten Einblicke so bekommen über auch die Menschen. Wie es denen so geht, manchmal die Schwachstellen, was sie so haben und die Probleme. Alles im medizinischen Bereich, ja. Und dann war das halt so, wie das Leben einfach ist. Ich habe selber Probleme bekommen mit meiner Gesundheit. Durch wahrscheinlich auch, klar, den Beruf, weil ich schwer heben musste, na, auf der Baustelle und so, das körperliche Arbeiten. Aber noch viel mehr war eigentlich noch ausschlaggebend. Von 16 bis 21, 22, da hatte ich mal eine schwere Zeit, ne? Auch in der Familie war da viel los, man ist da im Wachstum, Probleme kommen, ja genau. Und so fing das eigentlich dann bei mir an, dass ich auch psychisch vielleicht ein bisschen schwächer geworden bin, nicht mehr so stark, und der Körper hat es dann natürlich dann auch. Die Kraft war weniger da und dann ging das los, dass ich dann irgendwann mal sehr schwere Bandscheibenprobleme hatte, Rückenprobleme. Mit 21 schon, die Ärzte, zu denen ich dann gegangen bin, die konnten es eigentlich kaum glauben. Man hat es dann erst so beim CT dann rausgefunden, der Radiologe hat die Bilder dann gesehen. Und was er dann zu mir gemeint hat, war einfach, ja, so ein Kreuz und Rücken, das hat er schon beim 70-Jährigen gesehen, auch beim 21-Jährigen, das ist ein bisschen neu. Ja, genau, ja. Gut, okay. Klar, das war es dann natürlich mit dem Beruf, mit dem handwerklichen Beruf. Ich habe dann eine Umschulung gemacht, weitergemacht. Und dachte in dem Moment eigentlich, mein Leben ist vorbei, klar. Wenn ich kaum mehr bewegen kann. Auch so, klar, der Beruf geht nicht mehr. Was soll ich denn noch machen hier auf der Welt? Ne? Eigentlich ist es eigentlich immer so wie mit einer Krankheit. Ne? Da denkt man, man ist verloren, man kann nichts mehr machen. Die ganze Welt ist gegen einen, alles bricht zusammen. Aber im Grunde war das schon so, dass es dann eigentlich, dass mein Leben erst losging. Es war ein Hinweis quasi für dich, auf eine andere Spur zu gehen. Ne? Ja. Dass dieses körperliche Arbeiten nicht deine Zielsetzung war, hat Schicksal dir eindeutig gezeigt. Genau, ja. So nach dem Motto, dem haben wir jetzt den Rücken so verbogen, dass er nicht mehr schwer heben kann. Also muss er überlegen, was er jetzt anders macht. Ja, klar. Ja, das war die Last eigentlich. Ja, einmal die, klar. Das Handwerkliche, die körperliche Last ging eigentlich schon. Das müsste eigentlich schon gehen mit dem Alter von 21. Na, aber die seelische Last war das, was meinen Rücken kaputt gemacht hat. Ja. Und da habe ich eigentlich auch das erste Mal so gemerkt, wie der Zusammenhang ist zwischen Körper, Seele und natürlich Geist. Ja. Wie die Verbindung ist. Ja. Genau, und alles zusammenhängt. Ja. Diese Zusammenhänge,
Wie ist es dir denn klar geworden? Viele Leute reden da, dass sie irgendwelche speziellen Erlebnisse hatten, die sie auf einen neuen Weg gebracht haben. Du hast gesagt, deine erste Berührung mit Mensch und Gesundheit, / Krankheit, hattest du während deines Zivildienstes als Rettungssanitäter. Mhm. Dann hast du dich umgeschult. Wie hast du gemerkt, dass du spezielle Fähigkeiten entwickeln kannst, um Menschen zu helfen? Ja, das war wahrscheinlich gerade der Zivildienst, was eigentlich sehr positiv für mich auch war. Ich bin ja in einer Handwerksfamilie aufgewachsen, ja, und es gab es eigentlich nur den Beruf auch in der Familie. Der eine, mein Vater hat den gleichen Beruf wie ich habe und so wächst man da ja rein. Ja, und dann kam dann ganz was anderes, mehr das Soziale. Ne? Und dann habe ich ja auch, man hat ja da viel gemacht, auch im Krankentransport, im Rettungsdienst, klar, die ganzen Unfälle oder so, wo man dann gerufen worden ist. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass es mir irgendwie auch liegt, ne? Mit den Menschen auch umzugehen, denen zu helfen, versuchen, dass denen wieder besser geht dann danach und so, ja, genau. Ja. Gut, und dennoch war das sehr, klar, medizinisch sehr vom Kopf her. Und das ging dann, wo ich 21 war, die Umschulung 2 Jahre lang. Ja, da habe ich einen Techniker gemacht. Später habe ich dann noch einen Bauingenieur gemacht. Ja, wieder was Technisches. Wollte gerade sagen, du bist eigentlich noch so ein bisschen in der alten Schiene geblieben. Ja, ja. Aus aus der Handwerksfamilie, sag ich mal, heraus. Und hast dich da weiterentwickelt, weil einfach diese Tätigkeiten vor Ort sehr schwierig waren dann mit dem Rücken. Und also auch weiter in die Technik gegangen. Wie ging das dann weiter? Ja, gut. Ich würde sagen, das wäre vorher wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen mit dem Studium. Ich war ja dann auch in Spanien, habe dort ein Jahr verbracht. Dann in New York war ich ein Jahr, in Sao Paulo sogar noch. Da gab es eigentlich dann einen Wendepunkt in meinem Leben, ja. Und das war dann 2 Jahre später. Ich habe das halt mit dem Rücken so weit, wie es geht, gemacht. Ich könnte heute von Glück sagen, dass man damals schon nicht mehr operiert hat. War ich einfach zu jung. Die Ärzte haben schon gemeint, ja, mit einem 21-Jährigen da die Wirbel versteifen oder irgendwas zu machen. Hatte ich schon Glück gehabt. Ich glaube, 10 Jahre davor hätte man das ohne... ohne weiterhin zu schauen, dann doch genau. gemacht. Ne? Ja, weil man halt die einzigste Methode war halt damals, dass, wenn es so ein Problem war, dass man die Wirbel versteift. Ja. Aber was das für Probleme nach sich zieht, das wissen wir heute von Menschen, die das seit Jahren haben, wo dann ja auch die Probleme in der Reaktion, weil alle Wirbel auch stehen einem Organ zu und so weiter. Da gibt es dann viele andere Probleme. Ja, genau. Gut, dann habe ich mich auch damit noch 2 Jahre rumgeplagt mit den Schmerzen. Das ging ein bisschen besser mit der ganzen, in der Kur war ich ja, mit den ganzen Anwendungen und so, war schon eine kleine Linderung da. Aber klar, ich war noch eingeschränkt. Also manchmal war das ja so stark, wenn ich im Auto gefahren bin, da war eine kleine Unebenheit, na, das hat dann richtig hinten reingezogen. Gerade beim Zähneputzen, wo es dann so schlimm war, musste ich sogar noch in die Knie gehen, dass ich nicht nach vorne bücken. Genau. Okay. Aber dann habe ich dann von einer Bekannten erfahren, die hat damals Reisen sogar organisiert nach England. Ist ein sehr spezieller Mensch. Und gut, die hat mir eigentlich gar nicht gesagt, was der macht. Er hat nur gemeint, er kann dir helfen. Und auf das bin ich dann dahin, habe mich überraschen lassen. Wahrscheinlich, wenn sie mir das erzählt hätte, was der so genau macht, dann wäre ich da gar nicht mitgegangen. Genau. Und der war sehr spezialisiert in, wie sagt man dazu, geistige Chirurgie. Ja, es ging sehr schnell. Wir waren dann 3 Tage dort. So, ich habe 3 Sitzungen gehabt, jeden Tag eine. So eine Sitzung ging 3 Minuten. Und klar, jemand, wo so technisch und medizinisch veranlagt ist, der denkt ja schon mal, na, jetzt kommt er rein, macht kurz was. Hat natürlich auch ausgesehen, wie damals, wo ich im Krankenhaus war, im OP auch. Ne, der hat auch so eine Nierenschale gehabt und mit so ein Skalpell war drin, so eine Schere und so ein Tupfer. Und mit denen hat er hier am Körper rumgefuhrwerkt. Ohne aber den Körper zu berühren. Doch, das war schon mit Berührung, klar. Aber das war damals, bei ihm war das, glaube ich, schon nicht mehr blutig. Früher, 10 Jahre, 20 Jahre davor, war das immer noch, hat man auch die Wunde gesehen, den Schnitt und so, ist nachher zugenäht worden. Aber da, es entwickelt sich ja auch alles, ne? Das wird alles feinstofflicher. Und ja, in dem Moment sah man da eigentlich nur noch so einen roten Strich.
wo das war. Das hat man auch richtig gespürt dann. Wo der da rein ist, hat sich so angefühlt, wie wenn er da was rausgenommen hat einfach, ja. Genau. Obwohl die Haut wurde nicht geöffnet. Also gut, physisch. Ich kann das nicht so genau sagen. Ich bin ja auf dem Rücken gelegen, weil er ja hinten an der Wirbelsäule. Entschuldigung, ja, auf dem Bauch bin ich gelegen, weil er an der Wirbelsäule rumgehämmert hat, so richtig mit dem Meißel. Und das habe ich richtig gespürt, wie es auf dem Knochen war auch. Ja genau. Das war die ersten 2 Tage, war das. War das danach, hat das wehgetan danach? Oder? Ja, das war schon ausschlaggebend. Das ging dann fast 2 Monate eigentlich, wo der Schmerz stärker geworden ist. Ja, ist immer stärker geworden. Also auch so eine Erstverschlimmerung, wie man das oft hört bei solchen Behandlungen? Also Heilpraktiker sagen dazu Erstverschlimmerung. Ja. Wir im geistigen Heilen sagen mehr dazu Regelungsschmerzen auch. Ja. Aha. Genau, das ist ein spezieller Begriff, weil später, wo ich dann auch angefangen habe, haben die Leute dann auch immer berichtet, ne, nach so einer Sitzung, dass sie was gespürt haben, dass zum Teil auch Wunden mehr oder irgendwie eine Reinigung kam, dass da mehr so Eiter oder sowas dann geflossen ist auch. Vom Körper rausgearbeitet. Genau, sowas kommt ja auch manchmal vor, aber ist ja alles das Alte, wo dann eigentlich raus muss. Auch die Zellen werden sich ja dann erneuern. Na, die alten Zellen sterben ab und gehen dann irgendwie dann aus dem Körper raus. Ja, und die neuen, die kommen ja dann wieder. Und so entsteht ja dann eigentlich Gesundheit. Ja. Mhm. Du hast gesagt, 3 Behandlungen hast du bei diesem Heiler da in England genossen, der diese geistige Chirurgie, manche sagen paranormale Chirurgie, also auf jeden Fall ist das eine Art. Ich höre auch immer wieder das Wort Aura-Chirurgie. Ja, das ist wo wieder, ist der Unterschied? Ich würde schon sagen, das ist komplett was anderes. Ja. Mhm. Gut, es gibt noch einen sehr bekannten, den kenne ich auch sehr gut, in Brasilien, wahrscheinlich den bekanntesten Heiler auf der Welt. Ja. Mhm. Ausschlaggebend für das ist, das geht sehr schnell. Also eine Minute ist schon viel. Der zweite Punkt ist eigentlich, das, was du gemeint hast, Aura-Chirurgie oder sowas, ist mehr aktiv. Da machen die Menschen selber was, ne? der die Sitzung gibt, der versucht es mit seinem eigenen Verstand was zu machen. Und diese Form, diese geistige Chirurgie, wo man eigentlich auch in Philippinen gibt es, glaube ich, sowas auch viele, die das machen, ja, ist mehr eine passive Form. Also gut, ich muss das sagen, ich mache das ja heute auch, das hat sich damals so übertragen. Und ich gehe so weit wie möglich zurück mit meinem Bewusstsein und lasse es von der geistigen Welt machen. Ja. Und der Vorteil ist natürlich so, mit meinem begrenzten Verstand oder mit meinen Gedanken kann ich das gar nicht so alles überschauen, was da jetzt körperlich an Prozessen abläuft und ablaufen muss oder so. Genau, deswegen wird es mehr passiv gemacht. Ich lasse mich lenken. In dem Moment bin ich ein Werkzeug. Mhm. Und ja, und so funktioniert es am besten. Ja. Und diese 3 Behandlungen. Ja. Wie war das? Erste Behandlung, genau. Schmerzhaft danach, zweite Behandlung, immer noch Schmerzen? Gut, das ging ja nur ein paar Minuten. Mhm. Ja, Zeit braucht man da eigentlich auch keine, weil das auf einer ganz anderen Ebene abläuft. Das geht dann nachher weiter, ist ja mehr so ein Auftakt einmal kurz. Das geht ja dann weiter über die Nacht, über die nächsten Tage. Ja. Mhm, und die ersten 2 hat er mich hinten im Rücken operiert. Und da habe ich richtig gespürt, wie auch der Schnitt war, wie gehämmert wurde und war schon auch schmerzhaft, ja. Genau. Und das Ganze ging dann 2 Monate lang. Und nach 2 Monaten bin ich dann morgens einfach aufgewacht und die Schmerzen waren komplett weg. Das heißt, die 3 Behandlungen waren aktiv vor Ort. Genau. Und weiter wurde dann noch geistig über die Ferne behandelt oder wie funktioniert das? Das geht weiter, ja. Mhm. Also das Persönliche war dann abgeschlossen, aber auf der geistigen Ebene geht es natürlich weiter, ja. Ja. Das heißt, der Heiler arbeitet dann weiter an deinem Rücken über eine gewisse Zeit oder wird es in dich hineingegeben, genau, und du machst es quasi selbst? Ja, von der geistigen Welt geht es halt einfach. Ne? Kennt ja jeder, dass wir auch einen Schutzengel haben oder Geisthelfer, Geistführer, sagt man ja bei uns. In England sagen die Spirits dazu, in so Wesenheiten, sagt der in Brasilien auch, ja genau. Und
Während der Zeit, wo das die Sitzung einfach ist, ne, entsteht eine Verbindung und das geht weiter. Da wird dann weiter gearbeitet an einem. Ja. Und das kann schon über Wochen weitergehen, auch über Monate. Ja. Mhm. Und bei dir dauerte der Prozess, bis du gerade stehen konntest? Genau, ja, genau. Das würde ich eigentlich auch als Heilung bezeichnen. Ne? Also Heilung ist eigentlich immer ein Prozess. Ja. Das Problem wird eigentlich in dem Moment gelöst, sodass der Körper sich wieder die Selbstheilungskräfte dann wieder aktivieren kann. Das fließt, die Kräfte fließen wieder und dann wird wieder alles mobilisiert. Ne? Die Zellen bilden sich wieder neu, was ja eh immer ständig im Fluss ist. Ne? Alle Zellen im ganzen Körper, ne? Sei es jetzt die Knochen, auch die Augen oder so, alles wird neu gebildet. Ne? Wir haben ja den Finger, der sieht zwar immer gleich aus oder so, ne? Das ganze Leben lang vielleicht, aber der regeneriert sich auch ständig. Ja. Wir wissen ja sogar, dass es Informationen gibt, die sagen, auch würden wir dem nicht in unserem Geist widersprechen, könnten wir auch erleben, wie zum Beispiel beschädigte oder abgetrennte Körperteile wieder nachwachsen können. Aber anscheinend scheinen wir uns da selbst im Weg zu stehen. Das ist unsere Kultur, würde ich sagen, so wie wir aufgewachsen sind. Ne? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, damals, wo wir hierher gekommen sind? Da waren wir noch 9 Monate ungefähr, ne? Behütet innen drin. Genau. Genau. Und dann kam der große Tag, bums, waren wir hier, der erste Atemzug und dann sind wir eigentlich hier, ne? Mit dem ersten Einatmen, wow, dann landen wir hier. Und ich denke mal, das ist für so ein kleines Kind, für so ein Baby, ne? Das sieht auf einmal, hört auf einmal eine ganz andere Welt, fühlen natürlich auch. Und so geht es eigentlich los. Da fängt, kann ich das so sagen, schon fast unsere Begrenzung dann an. Wir nehmen dann das Außen wahr. Am Anfang noch gar nicht so sehr. Nachher wird es dann mehr, ja, je älter wir werden. Klar, zuerst sind wir ja geprägt von unserer Familie. Die sind ja immer um uns rum, ne? Und nehmen natürlich auch die Angewohnheiten von den anderen an. Und so bildet sich dann unsere Persönlichkeit. Ja. Das heißt, dieses Außen hat eine große Wirkung auf uns. Und dann ist immer wieder die Frage, was sich ja so in der Zeit scheint. Erst entwickelt sich der Mensch im Außen, versucht im Außen alle Tätigkeiten, ob das Sprache ist, Bewegung, Wissen aus dieser Welt, Mathematik, Schreiben, Lesen, diese ganzen Dinge, sich anzueignen und verliert leider immer in dieser Zeit dann die inneren Verbindungen, weil da werden wir natürlich wegerzogen davon. Und da liegt genau das Problem, würde man diese inneren Verbindungen, die wir alle mitbringen, die in allen da sind, fördern und ausbilden an den Kindern, hätten wir eine ganz andere Welt, die sich viel mehr auf geistige Gesetze beruht, als all diese weltlichen Krücken zu benutzen, sage ich immer, die uns leider daran hindern, unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten zu entfalten. Genau. Klar, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, ist natürlich ein Prozess und das ist ja eigentlich den Prozess, wo wir ja jetzt gerade drin sind. Die Schwingungserhöhung, die Transformation, ne? Wir kommen ja von dem alten Yoga, sagt man das Kali-Yoga, kommen wir ja in das goldene Zeitalter, wo jetzt alles dies wieder kommt. Ja? Und das ist natürlich ein Prozess, wo viele schon drin sind, aber viele sind noch im alten verstrickt, ja, genau. Ja. Und die, wo jetzt die, sagt ja auch, wie sagt man da, Indigo-Kinder, Kristallkinder oder sowas, da kommen ja jetzt im Moment sehr viele auf die Welt. Früher gab's natürlich auch, das gab's ja immer, aber früher war das sehr vereinzelt und heute kommen ja immer mehr mit einer ganz anderen Schwingung, mit ganz anderen Eindrücken hierher und das wird natürlich die Welt verändern, ja. Die auch schon ganz breit angelegte Fähigkeiten mitbringen, die sie permanent nutzen können, die so normal wahrnehmen, wie wir, sage ich, essen und trinken und mit Messer und Gabel umgehen. So bringen die Fähigkeiten mit, die uns noch verschlossen waren. Und wie du richtig sagst, die Kinder, die heute auf die Welt kommen, haben natürlich schon ein wesentlich breiteres Bewusstsein, eine höhere Schwingung wie wir. Ich bin jetzt 56 geboren, da, sage ich, waren gerade die Anfänge dieser Veränderungen da. Heute sind wir mittendrin und das sieht man ja auch in unserer Zeit, wie sich die Dinge verändern. Kommen wir nochmal zurück auf die 3 Monate nach deiner Genau, Anfang. Also
man muss es einfach erfahren. Ne? Wenn ich das nicht erfahren hätte, wäre es mir ja nicht klar geworden, dass es sowas überhaupt gibt. Und deswegen bin ich ja damals auch dahin gekommen. Das waren die zwei Sitzungen, wo dann mehr körperlich gearbeitet wurde, wo das wieder in Gang gekommen ist. Klar, an der Wirbelsäule ist natürlich ich würde mal sagen, wenn man jetzt von dem Kundalini oder sowas, von der Lebenskraft aufgeht, so gerade hier am unteren Ende sitzt die ja auch. Ne? Und viele, wo das ja auch dann diese Kraft erweckt worden ist, hatten da ja meistens auch irgendwie ein Problem oder haben dann mal richtig einen Impuls da reinbekommen. Ja, genau. Gut, und am dritten Tag ist eigentlich das, was passiert, warum ich da eigentlich hingegangen bin. Ich lag dann wieder, gut, dieses Mal lag ich dann auf dem Rücken, wieder auf den Rücken gelegt. Er kam rein, ging sehr schnell, weniger wie eine Minute, hat einfach die Hände auf meinen Brustkorb gelegt. Und ich weiß gar nicht mehr, weiß nicht, ob ich die Augen zu hatte oder offen. Ich sah nur noch ein Feuer, wie das da runterkam von seinen Händen und in meinen Brustkorb rein. Es hat gebrannt, wahnsinnig stark. Ich sah nur noch rot, nur noch Feuer und wusste eigentlich gar nicht, was da los war. Ja. Aber das hat mein Leben um 180 Grad gedreht. Wow. Genau, ja. Das war so eine, vielleicht kann man das... Kick-Erlebnis. Ein Erlebnis, ja. Gut, ich kam da raus, war total durch den Wind, wusste nicht, was da los war, hat ihn gefragt, was denn das jetzt war. Keiner wusste Bescheid, keiner konnte es mir sagen. Ich habe das dann erst sehr viele Jahre später dann wieder erlebt oder ja, was da eigentlich mit mir passiert ist. Das Leben ging weiter. Wie gesagt, ich konnte dann auf einmal Sachen, was früher nicht möglich war für mich. Ich hatte einfach Begrenzungen, die sind damals aufgelöst worden. Also, auch spannend, ne? Genau. Die wir so aufbauen im Leben durch unsere Erziehung, die teilweise in eine falsche Richtung läuft, was natürlich die Eltern nicht bewusst wissen, sondern sie orientieren sich ja auch an ihrer Erziehung, an ihrer Weiterentwicklung. Und so kommen solche Erlebnisse, die eindrücklich sind. Du bist dann nach den Behandlungen wieder zurückgefahren. Du sagtest dann 8 Wochen später, eines Morgens wachtest du auf, alles war perfekt. Ja. Gut, warum ich eigentlich auch so... down war, kaputt war, das war, da kommt ja manchmal kommt's wie so eine Lawine im Leben, ne? Alles passiert und und das war eben der Moment, ich war ja kurz vorm Abschluss damals dann, meine Freundin hat natürlich noch Schluss gemacht in dem Moment mit mir und dann ging es runter und ich war total auf dem Boden, ne? Genau, und das war der Moment, wo sich alles wieder gedreht hat, ne? Ich habe auf einmal, kam die Kraft wieder extrem hoch, so wie ich sie noch nie gespürt habe. Habe mich dann auch beworben, habe komischerweise einen Job bekommen in New York, in Manhattan, wo ich eigentlich nie, kann ja eigentlich fast gar nicht funktionieren. Mein Englisch war ja nicht so gut damals und genau, aber es hat alles gut funktioniert. Mit der Sprache kam ich klar und ich habe eine Kraft gehabt, unglaublich, das hat sich dann alles aufgebaut. Ne? Ich habe nur noch 4-5 Stunden geschlafen in der Nacht und ich war eigentlich nicht kaputt zu bekommen. Ja, später noch ein Studium dran gehängt, noch in Spanien auch studiert, alles auf Spanisch, was ich vorher eigentlich gar nicht, mit Sprachen konnte ich eh nicht so gut. Und auf einmal ging das. Ja. Dann noch direkt nach Sao Paulo gegangen, dort noch ein Jahr gearbeitet und es ging auch alles. Ja. Gearbeitet in welcher Richtung? Gut, ich war da, ich wollte ja immer in die großen Städte. Ne? Da so Städte sind dann natürlich sehr interessant. Auch ich war da sehr spezialisiert in Fassadenbau. Ne? Ah, du hast dann quasi in deinem technischen Beruf, genau, in dem, was du vorher dir noch beigebracht hattest, im Weltlichen, sage ich jetzt einmal, da hast du in Amerika gleich eine Möglichkeit gefunden, das dann umzusetzen. Ja. Und hast das einmal in New York gemacht und bist dann noch nach Südamerika gegangen, Sao Paulo. Ja, da, wo es die großen Gebäude gibt auch. Wo was los war. Aber diese Zeit brauchte ich eigentlich. Das ging eigentlich so 7 Jahre war das ungefähr, wo sich wirklich meine Persönlichkeit noch festigen musste. Dass ich einfach stark geworden bin, einfach, dass ich auch jetzt weiß, wie sich andere Menschen fühlen, ja, wo auch in so einem Beruf sind, wo auch vielleicht keinen Ausweg wissen, wo verstrickt sind in manche Sachen und das hilft mir natürlich jetzt auch. Ja.
Du hast gesagt, 7 Jahre ist auch eine interessante Zahl. Wir wissen ja, dass der Mensch so einen 7-Jahres-Rhythmus in seinem Leben hat, wo er immer wieder die ersten 7 Jahre Kleinkind, die zweiten 7 Jahre, dann der Heranwachsende, die dritte 7 Jahre, der Weg zum Erwachsensein, die vierte. Und so geht's weiter, bis du irgendwann im älteren Bereich dein Lernen abschließt, dann ins Lehren hineingehst, deine Weisheit aufbaust. Da gibt es im Buddhistischen gibt's da ganz tolle Zuordnungen. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich war das für dich die 7 Jahre der Findung, wo du das kann gut sein, ja. Ja, beides zusammengefügt erleben konntest. Einmal die technische Geschichte, die du gelernt hast. Zum Zweiten, wo das gewirkt hat, was der geistliche Heiler bei dir gemacht hat. Deine Interessensgebiete im Bereich Heilung, im Bereich mit Menschen arbeiten, immer mehr sich entwickelt haben. Und für Sie, liebe Zuschauer, ist es natürlich spannend, wie die Entwicklung weitergeht und was der Achim gerade wohl natürlich heute für uns Menschen tun kann, wie er all das weitergeben kann. Wir gehen kurz in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Sie erfahren, wie der Achim auch für Sie da sein kann. Bis gleich. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück. Heute bei mir im Studio Achim Gradwohl, ein geistiger Heiler, der seinen Weg vom Handwerk über Ingenieur, über eigene Betroffenheit gefunden hat, wie er heute seine Fähigkeiten und seine Berufung eigentlich leben kann. Vor der Pause hat er uns die Geschichte erzählt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Jetzt wollen wir mal weitergehen an dem Thema, wo ich sage, dann warst du 7 Jahre mit technischen Lösungen noch beschäftigt und hast dort dein Ingenieurswissen eingebracht. Jetzt war die Frage, wie kam dann der Wechsel, wie war der Change plötzlich zu dem, was du heute machst? Ja, das war spannend, 7 Jahre genau. Ich wusste eigentlich in dem Moment gar nicht, was da los war mit mir. Ne? Ich habe gewusst, irgendwas hat sich verändert. Klar, ich habe ja nur noch sehr wenig geschlafen. Die Kraft ging hoch. Ich habe enorme Hitze in mir gehabt, ein Feuer in mir gehabt. Ja, und das ging über mehrere Jahre, sehr lange, ja, genau. Und natürlich habe ich mich auch verändert. Ich bin sensibler geworden. Hatte damals noch nie irgendwelche, was von Spiritualität eigentlich gehört. Ich hatte keine Ahnung von einer Kundalini oder sonst was. Ne? Genau, hab's einfach erfahren. Das gab es beim Holzbau nicht. Nicht so ganz, genau. Da gab es nur den Holzwurm, ne? Genau. die Kundalini-Schlange. Ja, genau. Okay, gut, so ging das einfach weiter. Aber am Anfang hat ja alles geklappt. Ne? Ich habe eigentlich nur mit den Fingern schnipsen müssen und alles war, wenn ich mir eigentlich was gewünscht hatte, war das dann da, wurde das fast Realität. Ja? Also hat schon auch was mit der Gedankenkraft zu tun. Die Einstellung, die wir haben. Weißt du hast dann im Prinzip dein Schöpferdasein entdeckt. Auch, ja. Deine ja. Fähigkeiten, du hast dich selbst ermächtigt, der zu sein, den du eigentlich vom schöpferischen, göttlichen, wie man das auch immer bezeichnen will, der du bist und das, was du vorher gemacht hast, war eigentlich Außenwelt bestimmt. Genau, hatte nichts mit deinem Wesen zu tun, war eine gesellschaftliche Geschichte, klar, wenn der Vater einen Handwerksbetrieb hat und das seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten macht, klar ist es so, er will das an den Sohn weitergeben, das kennen wir, das sind ganz normale Dinge, die in Tausenden von Familien passieren. Aber wir machen da oft als Eltern die Rechnung ohne den Wirt, sage ich mal, dass unsere Kinder ganz andere Fähigkeiten mitbringen, die mit dem, was wir uns vorstellen, nichts zu tun haben. Und du warst jetzt da so ein klassisches Beispiel. Wie bist du denn dann an diese ganzen Geschichten gekommen? Wie hat sich das dann in deinem Leben dann manifestiert, diese ganzen Informationen und Themen, die zum Heiler-Dasein gehören, wie was ist Kundalini-Kraft und so weiter? Ja. Gut, klar, das war mehr Zufälle eigentlich. Ja. Das kam dann mehr und mehr an die Oberfläche, von innen eigentlich nach außen auch. Hat mich dann irgendwann auch für das interessiert, klar, ein paar Seminare auch gemacht und so und auch Leute kennengelernt
Und irgendwie haben dann die anderen Leute das auch gespürt an mir, dass ich eine Kraft habe, dass da was, ja, einfach was ist, was auch dem Umfeld, das Umfeld irgendwie beeinflusst. Ja. Und eigentlich fing das ganz locker an. Das Ding war ja, ich wollte das ja gar nicht. Ich habe ewig lang ein Studium gemacht, ich habe 2 Jahre einen Techniker gemacht, ne, alles auf dieses Ziel drauf hingearbeitet, ja. Die Karriere, das stand im Vordergrund, Geld verdienen, im Ausland sein, andere Sprachen sprechen. Und das ist ja alles das, was eigentlich die heutigen Menschen, die meisten ja wollen, ne? Karriere, Geld verdienen. Wir werden so strukturiert, ja. Weil das ja für unsere Eltern, ich sage immer, ich gucke hin. Weißt, Krieg war das, was die erlebt haben. Und jetzt ist natürlich klar, sie wollen, dass es ihren Kindern erstmal wirtschaftlich gut geht, weil da haben sie gelitten, sie haben gesehen, wie alles in Trümmern liegt. Und jetzt ist das ihr Bestreben. Ich sage nur, die Kinder wollen halt oft mal was anderes. Genau, ja. Ja, und so war das dann auch. Mir fiel das wahnsinnig schwer, den Beruf dann letztendlich aufzugeben, habe ich ja dann später gemacht. Ja, denke heute sogar manchmal vielleicht zurück auch, aber irgendwie das Herz, das war woanders, ne? Das musste ich machen. Und eigentlich auch das, was ich damals erfahren habe, so wie mir geholfen wurde, so möchte ich eigentlich auch heute den Menschen helfen. Ja. Bist du dann aus St. Paulo zurück wieder nach Europa? Mhm. Ja, genau, da bin ich wieder an den Ursprung hin. Ja, klar, wieder in die Heimat, so wie es auch den meisten geht. Ja. Genau. Gut, und dann habe ich ja auch mehr und mehr auch spirituelle Leute kennengelernt. Und einmal, ja, das erste Mal, die Leute kamen eigentlich mehr dann zu mir. Ja, die haben gefragt, ja, ob ich ihnen dann mal vielleicht die Hand auflegen kann. Einmal, das ging eigentlich los, eine Bekannte, eine Heilpraktikerin, die hat, glaube ich, irgendwie ein Problem gehabt an der Schulter oder eine Zerrung oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Und dann habe ich einmal kurz die Hände aufgelegt einfach. Und am nächsten Tag, wo ich sie wieder getroffen hat, hat sie mich eigentlich gefragt, ob ich mal zu ihr kommen könnte in ihre Praxis. Da würde das auch manchen Menschen gut tun. Und so ging das eigentlich los. Ja. Das heißt, sie hat dann gespürt, dass du diese Kräfte bündeln kannst und zur Heilung einsetzen. Das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, rein eine geistige Einstellung, wenn wir es genau uns anschauen. Ne? Ja. Wo bist du? Oder ich sag mal, eine Verbindung zwischen dem Herz und dem Geist ist vielleicht besser, das so zu formulieren. Und dann geht dein Kanal auf, der deine Fähigkeiten im Prinzip parat legt, die du nutzen kannst. Und das hat natürlich die Heilpraktikerin gespürt, wenn die Schulter am nächsten Tag in Ordnung war. Das ist ja immer eine Sensation, sage ich. Da gehst du irgendwo anders hin, dann dauert es Wochen, bis sich da was verändert, wenn überhaupt. Du warst dann in der Praxis und hast die Kollegin da oder die Heilpraktikerin unterstützt bei ihren Klienten. Ist das ja, so? Ja, ich habe dann eigentlich so lapidar mal gesagt, ja gut, wenn 3-4 Leute mal ein Interesse hatten, dann komme ich da mal vorbei. Genau, okay, dann hat sie das so erzählt oder rumgesprochen. Die Sitzung war natürlich gleich weg. Genau. Der ganze Tag war dann voll und dann habe ich halt so lapidar noch gemeint, ja gut, ich könnte es ja auch eine kürzere Form machen. Ne? So, ich sage heute Intensivsitzung dazu. Ist, sehr ähnlich wie in England, nur dass ich jetzt keine Werkzeuge benutze. Ich mache das alles mit den Händen, aber doch am Körper. Ne? Ich lege direkt die Hände auf, weil ich natürlich so noch sehr viel Kraft übertragen kann über die Hände. Ah. Auch, ja, das ist schon auch ein Vorteil bei dieser Art. Ja. Das heißt, die Kraft ist das auch, was der Körper danach braucht, um sich selbst wieder zu regenerieren. Mhm. Das heißt, du tust nicht nur den, ich sag mal in Anführungszeichen, Schaden beheben, sondern du versorgst auch den Klienten mit der Energie, die dann die den Heilfortlauf beschleunigt oder anfeuert. Mhm. Ja gut, einmal muss natürlich die Blockade rausgenommen werden. Mhm. Ja. Bei so einer Intensivsitzung ist es eigentlich immer, das fühlt sich so an, wie wenn ich bewege da meine Hände sehr schnell, so schnell eigentlich, dass man mit dem Verstand gar nicht mitkommt. Ja, deswegen funktioniert es ja so gut. Es wird in der geistigen Welt gemacht. Ne. Wie gesagt, ich bin ja nur das Werkzeug, nur der Kanal. Und das geht in so einer schnellen Geschwindigkeit, wo der menschliche Verstand gar nicht mitkommt. Ja, auch natürlich der, wo da liegt. Und so kann man das sehr schnell dann lösen. Fühlt sich an, wie wenn ich da einfach
Na klar, man ist ja angezogen. Ich gehe ja nicht mit der physischen Hand da rein. Es ist mehr die feinstoffliche Hand, wo da reingeht. Aber man kann das sehr gut spüren, wie wenn ich da was rausnehme und nachher eine Erleichterung da ist. Das spürt man dann schon auch, ja. Faszinierend. Das heißt, der Patient, der vor dir liegt, der spürt das so, als wärst du wirklich mit deiner physischen Hand bei ihm, was weiß ich, im Bauch, im Rücken, im Knie, wo es halt Probleme gibt. Und ist es dann auch generell so, dass diese Menschen so diese Erstverschlimmerung oder wie nanntest du das vorher gerade? Regelung, Ja, Schmerzen eigentlich, dass die ja. diese Regelung auch haben? Ja, gut, je nachdem, wie sensibel auch die Menschen sind, na, je nachdem, manchmal spürt man mehr, manchmal weniger, je nachdem, auf was für einer Ebene das auch geschieht, es sind ja verschiedene Ebenen, na. Manche Blockaden sind ja auch in der emotionalen Ebene, na, hier Gefühlsebene und so, das andere mal im ätherischen Körper, wo ja die Kraft ist, ja, mehr auch mit dem körperlichen verbunden, aber auch sehr viel im intellektuellen Körper, na, im Gedankenkörper. Da Ah, hängt ja diese auch so schlechte eine Krankheit Gedanken sehr drin. dann. Klar, wenn man zum Arzt geht und der sagt, oh, ja, hier, Sie haben einen Tumor hier und Sie haben jetzt nur noch 2 Monate. Klar, das hängt vor allem mal hier. Der Schock ist natürlich hier in der emotionalen Ebene. Aber das muss man ja alles zuerst auch mal lösen. Das ist der erste Schritt, dass man das wieder rauskriegt, einfach diesen Schock. Na? Was passiert denn mit dem System eigentlich? Das fährt komplett runter. Man verliert die komplette Kraft. Also du gehst zuerst an die ganze Ursachenthematik heran. Warum hat der Mensch das überhaupt? Wo liegt es? Und ist natürlich klar, ich höre da ja auch immer sehr viel, was diese schweren Krankheitsbilder, die Schulmedizin so klassifiziert hat, was letztendlich allein der Name, wenn man es ausspricht, beim Patienten für einen Ablauf in Gang setzt, der manchmal das Ganze noch drastisch verschlimmert, nur weil der Mediziner vielleicht unachtsam ist in seinen Aussagen und den Klienten wie stigmatisiert und der dann allein schon durch den Gedanken an dieses Krankheitsbild und die öffentlichen Informationen, die da verbreitet werden, noch einen schlimmeren Verlauf kriegt, weil er jetzt im Prinzip für sich keinen Ausweg mehr sieht, wie irgendwann die Kiste, wo er dann hineinliegt und begraben wird. Also keine gute Voraussetzung, um zu heilen. Wie wäre denn die richtige Einstellung, sage ich mal, grundsätzlich von den Menschen, wenn ich jetzt konfrontiert bin mit einem Mediziner, gleich welcher Couleur, und der mir plötzlich sagt, du hast das und das, was mir jetzt Genau. gar nicht gefällt? Klar, gut, die Diagnose gibt es natürlich, die stimmt dann natürlich auch, ja, aber klar, alles, was in der Zukunft ist, wegen sagt man ja auch, wir sollen im Jetzt leben, in der Gegenwart, ne? Klar, und nicht im Gestern, aber auch nicht im Morgen. Und das ist alles, das stimmt eigentlich nicht. Das Gestern ist vorbei, ne? Das ist nicht die Realität und das, was noch kommt, das ist ja noch gar nicht da, das wird sich auch verändern, das kann sich verändern. Und deswegen in dem Moment, wenn wir von dem Moment ausgehen, können wir sehr viel verändern dann auch. Ja? Und da ist es natürlich wichtig, dass dieses Schockerlebnis dann wieder gelöscht wird. Ne? Damals bei mir war es ja auch, ja, Beruf geht nicht mehr, Bandscheiben sind kaputt. Und dann war es eigentlich fast vorbei, mein Leben. Aber in dem Moment habe ich es gar nicht verstanden, dass mein Leben in dem Moment neu angefangen hat. Ne? Ich habe eine neue Chance eigentlich bekommen. Sonst Das hätte ich ja ist mein schon Leben so spannend, ne? weitergemacht. Ja? Ja, ja, Dann ja, wäre ja. es ein komplett anderer Verlauf gewesen. Ja? Und so ist eigentlich jede Krankheit, jeder Tiefpunkt, jeder Zusammenbruch eigentlich immer eine Chance, wieder neu aufzustehen. Das ist schön formuliert und soll auch unseren Zuschauern absolut Mut machen, es zu tun. Es ist keine Schande, hinzufallen und es ist auch keine Schande, einen Fehler zu machen. Aber was dann immer zum Problem wird für die Menschen ist, wenn sie danach nicht mehr den Mut finden, weiterzumachen, aufzustehen und auch mal zu sagen, Mensch, das habe ich vorher können nicht so sehen. Da hatte ich in meinem Denken einfach eine andere Information, die mich heute dahin geführt hat. Und ich sage immer den Leuten, Fehler sind da, um sie zu machen. Das ist nicht so, dass das immer Genau. ja, eine schlimme Geschichte ist, sage ich. Nein, im Gegenteil. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, dann bewahren Sie ja auch andere davor, den gleichen zu tun, weil Sie haben sich zur Verfügung gestellt, diesen Fehler zu machen. Und sage ich, und dann mal aufhören, immer draufzuhauen, sondern zu schauen,
was ist denn passiert? Wie hast du es vorhin gesagt, wo liegt die Ursache dessen? Und wenn du diese Dinge dann aus dem Körper entfernen kannst und dann den Leuten eine neue Ausrichtung geben kannst, wie sie selbst sich weiter fördern, weiter in Heilung, in Liebe. Liebe ist vielleicht gerade so ein Punkt, den wir da auch mal im Verhältnis dazu ansprechen müssen, dass da die größte Kraft der Heilung drin liegt. Ja, wo geht es denn los von der Krankheit? Ne? Das geht ja nicht da los, wo man die Diagnose bekommt. Das liegt ja Jahre zurück, manchmal schon noch in der Kindheit. Das ist ja wirklich ein langer Prozess, wo da irgendwelche Schockerlebnisse noch drinstecken. Klar, und so wie ich das vorher gesagt habe, ist es aus meiner Sicht alles zuerst im Feinstofflichen entstanden. Und dann hat sich das manifestiert, klar. Einmal über Gedanken, einmal über Emotionen und einmal ja auch, wo dann die Kraft einfach blockiert wurde, es nicht mehr fließen kann. Wir wissen ja, im Yoga sagt man, das sind die Nadis, die es so gibt. Im Chinesischen, da wo die Ärzte die Akupunkturpunkte setzen, das sind ja auch diese Energiekanäle, ne? Genau. Und durch sowas, so emotionale Probleme, gedankliche Probleme, wird es eigentlich blockiert. Da kann diese Kraft nicht mehr so richtig fließen. Letztendlich wirkt sich das ja dann auf den physischen Körper aus, wo dann die Zellen die falsche Information bekommen und dann irgendwelche Geschwüre, irgendwelche Krankheiten zum Ausdruck kommen dann. Klar, genau. Und sich in diesem in diesem Bereich ja der Körper gegen oder diese Zellen sich gegen den Körper wenden und dann mehr was zerstören. Ne? Ja. Das heißt, das, was ich auch vor kurzem von einem Mediziner hörte, die Ursache liegt oft in der Fehlinformation der Zellen, die durch traumatische Erlebnisse, durch Schockerlebnisse, durch jahrelange Manipulation erfolgen können. Das heißt, und wenn du, wie hat er gesagt, wenn du auf der geistigen Ebene eine Behinderung hast, dann äußert sich das in einer Krankheit auf der körperlichen Ebene. Weil wenn die geistige Information nicht mehr so fließt, wie es ursprünglich mal vorgesehen war, sage ich, zeigt dir der Körper in der Reaktion, wo das Problem liegt. Und würden wir es so sehen, wie du es auch geschildert hast, dass unser Körper im Prinzip nur ein, ich sag mal, Reaktionsfeld unseres geistig-seelischen Zustands ist. Im Grunde könnte man das schon so auch bezeichnen. Das ist fast schon wie so ein Schutzmechanismus. Ne? Wie, nehmen wir wieder mal ein Beispiel vom kleinen Kind. Die Herdplatte ist an, ne? Die glüht. Und das Kind muss sich zum Teil mal die Hand drauflegen, dass es sich verbrennt, dass es weiß, oh, nee, das darf ich nicht mehr machen. Hitze schadet meinem Körper genau. In der extremen Art, gleiche mit der Kerzenflamme. Manchmal kann man wirklich jemandem das sagen, na, das ist nicht gut, du wirst dich verbrennen. Aber man wird es erst erfahren, wenn man das gemacht hat, Schmerzen gefühlt hat und dann wird man es wahrscheinlich nicht mehr machen. Genau, weil es ist ja so, wir kennen da dieses Wort ja Kolumbus-Effekt. Das heißt, man sagt dem Kind, du wirst dich verbrennen, aber es kann mit dem Wort Hitze nichts anfangen. Es sieht zwar die Platte rotglühend, das sieht eher schön aus für es als abwertend, weil es ist warm und es ist eine schöne Farbe. Also es hat gar keinen Grund im Moment zu sagen, das könnte mir schaden. Ja, genau. Weil Wärme tut uns eigentlich gut, Rot ist jetzt eine Farbe, nicht mehr. Und das Wort verbrennen, mit dem kann es nichts anfangen, wenn es das noch nie erlebt hat. Also ist es ein ganz normaler Entwicklungszustand. Ja, man könnte ja schon fast behaupten, dazu sind Krankheiten auch da. Ne? Weil da ja, gut, es gibt schon verschiedene Ursachen, man kann das alles nicht so pauschal sagen, aber den größten Teil von den Krankheiten, da hat man vielleicht, ist irgendwas nicht, noch nicht verarbeitet worden in der Vergangenheit. Und das Bewusstsein muss eigentlich wieder kommen, ne, dass die Leute wieder auf ihren Körper auch hören. Wo ist denn das entstanden? Ne? Warum funktioniert jetzt die Hand nicht mehr oder je nachdem? Ja. Das sollte man wieder haben, dieses Bewusstsein. Und wie gesagt, wir sollten auch verstehen, glaube ich, was ein wichtiger Punkt ist, dass wenn mir zum Beispiel, ohne dass ich mich überlastet habe, anfängt irgendein Körperteil zu schmerzen, ob das das Knie ist, der Ellbogen, der Magen, der Rücken, der Nacken, egal,
Wenn es irgendwo Schmerz gibt, ohne dass ich jetzt mich körperlich überanstrengt habe, also ist klar, ich sage ich mal, ich tue großenteils, sage ich immer, bin ich ein Couch-Potato. Das heißt, ich sitze im Studio auf dem Stuhl, ich sitze im Büro, in der Redaktion auf dem Stuhl, ich sitze im Auto auf dem Stuhl und was weiß ich wo noch, überall beim Essen im Restaurant oder sonst. Also ich habe nicht viel Körperliches zu tun, was letztendlich in der Konsequenz bedeutet, dass mein Körper nicht mehr das leisten muss, was er ursprünglich mal, wo wir noch Jäger und Sammler waren, tun musste. Das heißt, wenn ich jetzt morgen der Meinung bin, für den Kamin meines Freundes helfe ich ihm jetzt Holz zu hacken, nimm jetzt eine Axt und du jetzt 2 Stunden Holz hacken, dann werde ich wahrscheinlich morgen nicht mehr laufen können, weil das mein Körper nicht gewohnt ist. Also das meine ich nicht. Wenn aber jetzt plötzlich, sage ich jetzt mal, mein Rücken morgen früh wehtut, obwohl ich nichts gemacht habe, außer auf dem Stuhl zu sitzen, dann müsste ich eigentlich mir die Frage stellen, als erstes, wo ist die Ursache? Klar, es gibt schon auch Abnutzung, und aber normal, gut, da würde ich schon auch wieder sagen, die Selbstheilungskräfte sind normal so immens im menschlichen Körper, dass so eine Abnutzung wahrscheinlich meistens auch nicht normal nicht sein sollte. Ja? Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie widerstandsfähig der menschliche Körper eigentlich ist auch. Ja? Wenn wir mal sehen, unsere ganze Umwelt ist eigentlich schon sehr feindlich eigentlich für uns gemacht. Ne? Es gibt es die Bakterien, die Viren, alles, aber ein gesunder Körper ist da imstande, sich da dagegen zu stellen und fit zu bleiben. Ja. Das heißt, auch da heißt es ja letztendlich, du sprichst jetzt eher so in die Richtung Immunsystem und unsere eigene Abwehr, aber auch die kann nur funktionieren, wenn wir, ich sag mal, in uns sind. Weißt, wenn ich in mir die Gedanken trage, oh, mir geht's nicht gut, oh, mir ist es schlecht, oh, ich bin krank, genau. Oh, ich bin, dann sinkt, ich sag dann, die optische Größe sinkt dann immer mehr in sich zusammen. Genau. Und je mehr ich in mir zusammensinke und meine Schwingung runtergeht, desto mehr öffne ich Tür und Tor für alle möglichen Belastungen, für alle möglichen Angriffe. Also es ist alles so eine Verkettung, stelle ich fest. Man kann jetzt sagen, ja, du musst dies tun oder du musst das tun. Es ist eine Folge von Dingen, die im Grundsatz dort beginnt, wo es bei dir im Prinzip anfängt. Es geht um die geistige Einstellung. Ich sage immer, wenn Geist und Seele in Harmonie sind, strahlt der Körper. Genau, Strahlen ist es. Das ist natürlich Schwingungsstrahlen, ne? Und letztendlich ist es Licht. Und Strahlen ist ja Bewegung auch. Ne? Und überall, wo Bewegung ist, da ist Leben. Ja? Wenn irgendwo keine Bewegung mehr ist, dann ist auch wahrscheinlich kein Leben mehr da. Und um das geht es wieder, in diese hohe Schwingung reinzukommen. Das ist ja damals mit mir passiert. Das waren ja die 7 Jahre, wo sich das alles... wenn man von dem Kundalini-Phänomen mal spricht, das hat ja hier unten angefangen. Ja, das ist dann, die Kraft ist hochgestiegen, das hat alles gereinigt. Ich bin feinstofflicher geworden. Die unteren Chakren zum Beispiel, die haben ja auch eine tiefere Schwingung wie die oberen Chakren. Rot ist auch vom Farbton, von der Frequenz niedriger wie Blau oder lila, die oberen Violett. Chakren, genau, ja. Und so ist es ja auch. Da steigt man dann eigentlich wieder hoch. Da wird man eigentlich wieder richtig zum Menschen dann, ja. Und jetzt auf die heutige Thematik zu kommen, vielleicht wollen wir den Zuschauern noch kurz sagen, dass wir die letzten paar Minuten so eine, wie soll ich sagen, Fernheilsitzung, wie würdest du es bezeichnen, machen, wo die Menschen, die zuschauen, dem folgen können, um zu spüren, was passiert in ihrem Körper, was spüren sie, was verändert sich. Und dann muss man vielleicht auch noch den Menschen dann sagen, die Daten, die eingeblendet sind, wenn du sprichst, also Website und Telefonnummer, dort können sie mit dir Sitzungen vereinbaren. Wir haben auch eben schon gehört in der Vorstellung der Arbeit, es ist nicht unbedingt nötig, dass die Menschen vor dir sitzen. Muss man einmal dich persönlich kennenlernen oder du die Menschen, um zu arbeiten? Oder kann es auch grundsätzlich, weißt, wenn jetzt jemand das hört, über Video sind wir ja weltweit zu empfangen. Und wenn einer das jetzt sieht, der in Südafrika lebt zum Beispiel, wird es eher schon ein bisschen aufwendig haben, jetzt zu dir zu kommen. Da
ist jetzt die Frage, ist es da auch möglich, dass er sich mit dir connectet und sagt, kannst du über die Ferne etwas tun? Ja, ja. Gut, das war natürlich auch ein Entwicklungsschritt für mich, ne, wo ich damals so angefangen habe. Dann habe ich es meistens vor Ort noch gemacht, immer so Stundensitzungen oder so Intensivsitzungen, wo auch nur wenige Minuten dauern. Und dann ging das einfach weiter. Ne? Ich habe mich mehr entwickelt, wie die anderen ja auch, die früher noch blutig da vielleicht operiert haben, die dann irgendwann auch kein Messer mehr genommen haben. Ich habe dann gleich mehr im feinstofflichen Bereich angefangen. Dann ging das weiter, mehr in der Gruppe. Ne? Habe dann Gruppenheilung gemacht, wo am Anfang noch wenig Leute da waren. Dann kamen dann mehr Leute hin. Und dann kommt es dann doch manchmal vor, dass manche Leute zu weit weg wohnen oder zeitlich das nicht passt oder je nachdem. Und dann habe ich es natürlich auch über die Ferne probiert. Da braucht man natürlich sehr viel Gedankenkraft. Ne? Meine Gedanken kann ich dann so stark machen, manifestieren, dass das beim anderen dann auch spürt. Und das ist natürlich schon auch über die Distanz sehr wirkungsvoll. So dass es die Leute zum Teil auch spüren. Ne? Manchmal werden auch Wirbel sogar eingerenkt, obwohl der im ganz anderen Land wohnt oder je nachdem, spürt auch sehr viel da, ja, genau. Und ja, das hat sich einfach mehr und mehr entwickelt und heute habe ich da auch sehr gute Ergebnisse, obwohl ich doch noch am liebsten eigentlich immer noch die Hände auflege, mit den Leuten auch noch gern im Raum bin, weil immer da auch sehr viel, ja, so Schwingung ja, noch übertragen hast du halt kann. Eine ganz andere, sag ich mal, auch Beziehung zu dem, wenn er auch mit seiner Schwingung in seiner Präsenz genau dir gegenübersteht, ist das nochmal eine andere Klar, Güte. Klar, ich kann dann sehr viel mehr ausstrahlen, schon sicher. Aber was die Leute über die Ferne schon auch sagen, was mich letztens auch ein bisschen gewundert haben, wenn ich so einen Fernheilkreis mache oder so, die spüren auch, ich habe viele Rückmeldungen auch bekommen, dass sie am nächsten Tag so eine Ruhe, so einen Frieden in sich spüren. Und um das geht es hauptsächlich. Das ist hauptsächlich Heilung. Wenn man sich wieder wohlfühlt. Sich liebevoll fühlt, genau. Sich angenommen fühlt, friedvoll fühlt. Mhm. Das sind genau die Reflexionen von Liebe letztendlich. Ja. Und Liebe, glaube ich, ist auch was in jeder deiner Heilungen automatisch mittransportiert. Das sollte eigentlich sein. Ja. Ich mache das vorwiegend natürlich über das Körperliche natürlich, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass die Leute wieder wirklich dahin kommen, das wieder erfahren, was man eigentlich ist, ne? Die Seele, und da kommt man ja eigentlich hin, den Gottesfunke in uns, wie wir vorher schon gesagt haben. Wir sind ja eigentlich, der Gottesfunke ist ja ein Teil von Gott, ne? Genau. Und ist ja in uns. Und es macht ja auch wenig Sinn, denn die meisten versuchen das ja, Gott im Außen zu suchen, aber eigentlich muss man den hier finden. Und wenn man den hier gefunden hat, dann wird er immer hier sein. Ja, dann hat man diese Verbindung. Und das geht hauptsächlich. Das ist auch das, wo ich den Menschen immer sage, ihr werdet dann feststellen, welch unglaubliche Kraft in jedem von euch liegt und welche Liebe. Und wenn ihr das, du hast das ja in dir entdeckt letztendlich. Du lebst deine Berufung, deine Fähigkeit, deine Talente, die dir mitgegeben wurden, bist du deinen Weg gegangen. Was auch rüberkam, als der Wechsel stattfand, vom Außen ins Innen, sag ich mal, veränderte sich auch viel im Umfeld. Ich habe das jetzt von so vielen meiner Gäste gehört, die dann Problematiken, Beziehung trennt sich, manchmal tut Elternhaus dann Widerstände dir entgegenbringen, dass auch da eine gewisse Trennung erfolgt. Bis der Mensch, der seinen Weg geht, dann plötzlich wieder dreht sich das rum, habe ich festgestellt, und plötzlich nehmen wieder alle an. Am Anfang gibt es Enttäuschungen, vielleicht sind die Eltern enttäuscht, der Sohn jetzt doch nicht der elterliche Betrieb übernimmt, die Freundin ist enttäuscht, dass der Freund vielleicht jetzt doch nicht ein berühmter Bauingenieur wird, der viel Geld verdient, sondern jetzt jemand ist, der im Herzen und mit Heilen agiert. Und ich sehe diese Dinge und ich habe auch da Verständnis, ich urteile da auch nicht, aber es ist so, ich sage, meistens bringt ein anderes Leben auch ein anderes Umfeld mit sich. Und das ist eine normale Entwicklung, die auch nicht schlimm ist und die auch dich ja weitergebracht hat. Und ich sehe das halt im Umfeld oder jetzt sehr viel, dass viele Menschen auch auf so einem Weg ist. Ne? Da verändert sich auch was und viele kommen damit auch nicht klar. Ne? Und da ist es schon gut, wenn man jemand vielleicht hat, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Wo einem sagen kann, ne, hier und hier. Oder ja, gut, die Hilfe ist eigentlich mehr auf einer anderen Ebene, auf einer geistigen Ebene, ne, dass da wieder auch die Kräfte wieder in die richtige Richtung gelenkt werden
Und da kann man den Menschen dann schon sehr viel weiterhelfen. Ja. Das versuche ich dann mehr. Klar, mit so einer Sitzung kann man zum Teil dann auch schon machen, aber die geht dann maximal nur eine Stunde, oder so ein Heilkreis geht auch nur so eine Stunde. Dafür gibt es dann auch Seminare, wo man dann 2 Tage zusammen ist. Und da baue ich eigentlich auch auf, ich will ja das Rad nicht neu erfinden, ne? Auf einmal habe ich den Yoga-Weg, wo bei mir sehr stark ist, wo ich da auch sehr drin bin. Und dann eigentlich mehr auch unsere Kultur, ne? Mit dem Christentum. Mhm. Ich nenne das mystische Christentum. Und da geht es eigentlich auch darum, dahin zu kommen, was alle die ganzen Mystiker erfahren haben. Ja? Und da geht es nicht jetzt um der Kirche zu folgen, sondern da geht es viel tiefer in die grundsätzlichen Aussagen des Christentums hinein, genau. Was mit dem Schöpfer, mit der Quelle, mit Gott zu tun hat und was das mit uns Menschen in der Verbindung zu tun hat. So wie ich das eigentlich auch erfahren habe, dann später die inneren Erfahrungen, ne? Nicht das Außen, auch jetzt nicht den Jesus im Außen zu finden, mehr den im Inneren zu finden. Und das geht nicht um die Persönlichkeit, ne? Das geht mehr um das in einem, ne? Das, die eigene Entwicklung. Dass jeder individuell erweckt wird und individuell auf seinen Weg kommt. Und das sind eigentlich alle diese Erfahrungen, wo die ganzen Mystiker gemacht haben, ob das jetzt Teresa von Avila war oder auch Pater Pio oder sonst die ganzen, diese, wo so paranormale Fähigkeiten dann hatten. Ne? Ja. Ich sehe, unsere Sendezeit ist um. Jetzt wollten wir noch diese Fernheilung machen für die Zuschauer. Wir werden Ihnen das nicht vorenthalten. Das heißt, ich werde das jetzt nach der Sendezeit kurz mit dir aufzeichnen. Und wir werden das dann über unseren YouTube-Kanal nochmal verbreiten und in einer Aktuell-Sendung auch nochmal ausstrahlen. Weil ich sage immer, wenn wir was sagen, dann müssen wir es auch tun. Jawohl, nur es geht jetzt in dieser Sendung nicht mehr. Eine letzte Frage zum Abschluss habe ich noch, die wir ganz schnell beantworten. Menschen, die zum Beispiel bei einer Operation, wo ein Nerv durchtrennt wurde, kannst du solchen Menschen helfen? Oder die genau das schon erlebt haben, denen man das Rückgrat versteift hat. Gibt es da auch Lösungen, die ihnen das Leben wieder förderlicher und erträglicher machen? Gut, also man muss das so sehen. Wir sind ja nicht nur körperlich, auch feinstofflich. Ne? Und wie gesagt, die ganzen Nadis, die Energiebahnen oder sowas, die sind ja auch da durchtrennt worden. Und diese kann man ja gerade im ätherischen Feld, im ätherischen Körper, dann ja auch zuerst in Energieform wieder zusammenbringen, was zum Teil auch sehr spürbar ist bei den Leuten dann, die so eine das wahrnehmen, auch zum Teil. Und dann wird sich nachher die Materie da auch wieder bilden natürlich. Ja. Sehr schön. Genau. Also weil da habe ich immer wieder Anfragen. Klar, das heißt, es ist ein Versuch wert. Das hängt ja natürlich auch damit zusammen, das ist ja nicht, man kann das nicht so pauschal sagen. Ne? Ich kann das ja nur lösen, wenn das auch gelöst werden darf. Ne? Auch von der Seele her, wenn die Seele ihr okay gibt, klar, wenn die Seele ihr okay gibt, dann kann Unglaubliches passieren. Ja? Aber manchmal gibt es auch natürlich Gründe, wo die Seele dann doch noch irgendwelche Erfahrungen mit dieser Krankheit machen muss oder je nachdem. Wo du dann und auch nicht sollte das dann darfst. Eigentlich auch so sein. Ja? Aber vielleicht kann man dann einfach auch hier was verändern, ne? Dass man sich einfach besser fühlt. Und das geht es ja auch hauptsächlich. Aber Grenzen gibt es eigentlich in dem Sinne, der Mensch ist eigentlich grenzenlos. Ja. Achim, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, weil es sehr spannend und sehr tief ist. Wir werden das auch noch mal weiterverfolgen. Ich habe da gerade eine Idee bekommen, aber die verrate ich heute noch nicht. Auf jeden Fall werden Sie den Achim noch öfter sehen und wir wollen schauen, dass wir auch in der Schweiz noch eine weitere Destination haben, wo der Achim dann auch Sie vor Ort hier empfangen kann. Aber das veröffentlichen wir alles in Kürze. Ich danke dir, dass du da warst. Ganz, ganz Vielen toll, Dank. Der Vortrag. Und ich danke Ihnen natürlich, liebe Zuschauer, dass Sie sich wieder eine weitere Information geholt haben, die Ihr Leben grundsätzlich verändern kann. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.